Freunde, ich habe hier jemanden getroffen und sehr interessanter Mann. Wobei, ich bin ganz ehrlich, ich bin immer ehrlich. Und zwar, der Cedric, der Mann hinter der Kamera, hat ihn entdeckt. Und zwar hat heute Morgen kommentiert. Ja. Bei mir an meinem Posting hier bei Dirk Reuter in Oldenburg. Und dann sagt das Zeichen, ey, weißt du, wer das ist? Ich sage, nein, noch nicht, aber du sagst mir es gleich. Stell dich selber vor. Ja, mein Name ist Ricardo Christ. Ich darf das operative Geschäft bei Cleverfit leiten. Wir sind ja in Deutschland jetzt mittlerweile die größte Fitnesskette, was die Anzahl der Studios angeht. Okay. Mit tagesaktuell 354 eröffneten Studios. Wow. Ja, und habt ihr locker McFit überholt? Ja, McFit haben wir in der Anzahl der Studios überholt. In der Anzahl der Mitglieder ist McFit ist noch vor uns. Auch noch eine Frage der Zeit? Ich hoffe es ja. Wir arbeiten daran, sagen wir es so. Okay. Cool. Ja. Cool. Also haben wir hier jemanden, der zum Thema Fitness sicherlich auch viel zu sagen hat und jemand, der solche Fitnessstudios betreut, der macht natürlich auch selber Fitness. Ich hab gerade gehört, dein Daddy. Ja. Sehr cool. Sein Daddy macht wie lange schon? Mittlerweile sind es jetzt 40 Jahre. Wow. Also ich bin quasi mit dem Sport aufgewachsen. Schon in den Kinderschuhen wurde mir eine gesunde Ernährung, ein gesunder Lifestyle nahegelegt. Besser kann es nicht gehen, oder? Dann hast du es im Blut, das ist so. Ja. Was war dein Geburtstagsgeschenk zum 6. Geburtstag? Thunfischsalat. Also nicht das Geschenk, aber meine Freunde durften sich darüber freuen, dass es zum Abendessen Thunfischsalat gibt. Das ist als Sechsjähriger ein Highlight. Sehr, sehr geil. Ja, absolut. Das ist eine Geschichte, die bleibt hängen. Ja, die bleibt definitiv hängen. Sehr, sehr geil. Ja, was machst du eigentlich bei Dirk Reuter hier? Ich versuche heute viel Input zu bekommen hinsichtlich, wie wird Vertrieb in der neuen Generation quasi verstanden, wie wird es übermittelt. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich im Verkauf grundsätzlich etwas ändert. Es gibt immer verschiedene Phasen, die einen Verkauf ausmachen. Es ist immer eine emotionale Bindung zu einem Kunden, die aufgebaut werden muss. Aber wir merken einfach, es gibt Online-Medien, es gibt heute eine ganz andere nachwachsende Generation, die viel effizienter arbeitet. Und ich brauchte einfach Input, der letztendlich für uns, für unsere Vertriebsstruktur bei Cleverfit hinsichtlich neuer Mitglieder wichtig sein kann, aber auch zur Franchise-Partnergewinnung. Okay. Auch das ist ein spannendes Thema. Viele junge Leute wollen heute ins Unternehmertum einsteigen. Mhm. Und ich würde mal behaupten, nicht jeder kann jetzt ein Influencer-Model werden. Oder, schwierig. Es glaubt zwar jeder, dass es funktioniert, aber was dabei rauskommt, sieht man ja zum Teil. Und wir haben doch ein Konzept geschaffen, ein Produkt geschaffen, was sehr nachhaltig ist. Mhm. In dieser großen Technikwelt, in der Digitalisierung, die wir ja haben, ist das Thema Fitness immer noch etwas, was uns die nächsten 20, 30, 40 Jahre immer analog begleiten wird. Ja, absolut. Du musst reingehen, du musst Sport machen. Und ich glaube, das ist für viele junge Unternehmer durchaus ein spannendes Absolut. Gebiet, um aktiv zu werden. Absolut. Wir haben ja gerade auch im Vorfeld schon darüber gesprochen, wie wichtig das eigentlich ist, überhaupt Sport zu betreiben. Und für mich ist es ein goldener Boden, was immer noch da ist. Ich habe ja selber vor 1986 angefangen. Mhm. Eigenes Studio. Ja. Und auch die ganze Entwicklung mitgemacht. Und schön, dass es so weitergeht, dass einfach auch viele Menschen sich für einen gesunden Lifestyle entscheiden. Absolut. Und vor allem natürlich auch, wenn man mal zurückrechnet, wo die meisten sich heute arbeitstechnisch befinden, und zwar im Sitzen vorrangig, das heißt in einer nicht artgerechten Haltung. Somit ist es auch nicht so, dass man sagen muss, du musst ins Fitnessstudio. Und das Verständnis ist heute auch bei viel mehr Menschen da, dass man was tun muss. Das gehört einfach zum Lifestyle dazu. Und die Leute wissen, sie tun, investieren in ihre gesunde Zukunft. Absolut. Für uns ist es auch immer ein Thema, Fitness ist ein Sport, in dem du immer gewinnen kannst. Ja, stimmt. Im Fußball kannst du Talent haben. Wenn die anderen 10 kein Talent haben, verlierst du das Spiel. Mhm. Im Fußball hast du ein Idol, was weiß ich, Cristiano Ronaldo, aber du weißt eigentlich, du kannst es nie erreichen, weil dazu fehlen Beziehungen, da fehlt Vitamin B, da fehlen Kontakte, da fehlen so viele Stellschrauben, an denen du nicht arbeiten kannst. Mhm. Aber im Fitnessmarkt kann jeder etwas werden. Das ist richtig. Ja. Du brauchst Disziplin, ja. Das haben die jungen Leute, die gehen immer zum Saufen, auf gut Deutsch so wie früher. Ja. Die haben ihre Disziplin und sie können ihre Idole erreichen. Hm. Die Idole unserer Generation oder Generation der Fitnesstreibenden, wenn wir jetzt einen Karl S. oder einen Patrick Reiser, so diese Galionsfiguren unserer Branche, das, was die geschaffen haben durch den Sport, ist für die Leute erreichbar. Richtig. Mit Disziplin. Du brauchst kein Talent. Nö, stimmt, ist richtig. Was ist eigentlich dein Ursprung, dass du jetzt in dieser Konstellation bist, bei der Firma? Wie bist du hingekommen?
Ich bin 1996 in die Branche eingestiegen, damals ganz normal als Trainer. Und als Trainer, du hast als Trainer bei Ihnen angefangen? Ganz normal. Okay. Allerdings nicht bei CleverFit. Okay. Also damals, 1996, gab es CleverFit in der Form noch nicht. Mhm. Und im Jahr 2004 hat Alfred Enzensberger, der Gründer und Geschäftsführer von CleverFit, einen Mitarbeiter gebraucht, der eigentlich ein Ernährungsprogramm für ihn durchführt, ein halbes Jahr. Mhm. Das habe ich gemacht für ihn. Und in der Zeit ist bei ihm schon der Gedanke an CleverFit gewachsen. Das erste Pilotprojekt quasi ist schon entstanden. Und durch Zufall hat er jemanden gebraucht, der eine Verkaufsschulung dann macht. Okay. Und hat er mich gefragt, ob ich das machen will. Ich habe gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben eine Verkaufsschulung gehalten, aber ich würde es mir zutrauen. Und dann habe ich das gemacht. Und okay. So kam eins zum anderen. Dann kam aus einer Verkaufsschulung die zweite, die dritte. 2007 wurde dann die GmbH gegründet. Mhm. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich von Anfang an dabei sein durfte bei dieser Geschichte. Das ist für mich DNA. Das heißt, du warst auch schon im ersten Studio mit dabei, das allererste. Und jetzt habt ihr wie viel nochmal? Sag's nochmal. 354 in Deutschland. Hey. Wow. Ja. Und jetzt wo wollt ihr hin? Österreich sind wir auch recht stark, ja, da haben wir aktuell 27 eröffnete Studios. Mhm. Schweiz haben wir auch schon 5. Wow. Werden wir dieses Jahr nochmal einen guten Schlag machen. Wir wollen jetzt nach Frankreich. Frankreich ist ein irrer Markt. Ich wollte gerade sagen, aber da ist nicht so viel los, oder? Die haben schon eine gute Studiodichte, aber die deutsche Qualität, die zeichnet sich halt auch im Fitnessmarkt aus. Das okay, merkst cool. einfach. Frankreich ist ein Riesenthema für uns. Vielleicht auch ein bisschen Richtung Osteuropa. Muss ein bisschen näher kommen, hat mir gerade mein Regisseur gesagt, bleib stehen. Kein Problem. Osteuropa ein Riesenthema. Mhm. Und auch in den in Dubai, in den Emiraten, da entwickelt sich im Fitnessmarkt was. Es gibt eine FIBO in Dubai, das weißt du ja. Ja. Oder eine Fitness-Expo, so muss man richtigerweise sagen. Also auch ein spannender Markt. Internationalisierung, das Ziel heißt 1000 Studios. Ich stell mir jetzt gerade vor, diese Entwicklung. Wann war das erste Studio am Markt? Das erste, der Pilot war 2004. Richtig angefangen hat es 2007. Also krass. Wir zählen ab 2007. In 11 Jahren, wow. Ja. Das ist schon krass. Jedes Jahr versuchen wir mit 60 zu wachsen. Wow. Und jetzt durch die Internationalisierung versucht man natürlich auch ein bisschen einen Hebel zu bekommen, dass es vielleicht auch mal in einen dreistelligen Bereich geht. Wow. Das von Anfang an mit dabei, beim Zuschauen, beim Wachsen. Krass. Ja, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt zwischenzeitlich? In der Zentrale sind wir 40. Okay. Und ja, jeder Franchise-Partner hat ja dann auch noch ein Team von 15 bis 20 Leuten im Studio. Mhm. Wahnsinn, was da passiert ist. Tolle Geschichte. Dann von Anfang an wenn man da von Anfang an mit dabei ist, das ist eigentlich mega. Richtig. Stell mir das gerade vor, weißt du, ich habe ja selber mal ein Fitnessstudio gehabt. Du hast so ein Fitnessstudio, das wächst. Aber 300, was weiß ich was. Und die müssen alle geführt werden. Ja. Da muss immer hinten dran irgendjemand stehen, der das Ganze anschiebt. Wow. Die Qualität muss stimmen. Habt ihr eigentlich eine bestimmte Geräteausstattung, was ihr in allen Studios habt? Habt ihr so eine Linie? Im Setup ja. Aber wir arbeiten mit verschiedenen Gerätelieferanten zusammen, um einfach eine gewisse Flexibilität auch anzubieten. Zum Großteil machen wir mit Live Fitness. Okay. Viele Studios aber jetzt auch mit Matrix. Mhm. Seit neuestem haben wir auch Technogym mit ins Konzept genommen. Es ist ein sehr innovativer, sehr fortschrittlich denkender Gerätehersteller. Das stimmt. Und die Studios sind so vom Grundlegenden schon gleich ausgestattet, aber werden schon auf den regionalen Markt des Franchise-Partners adaptiert. Auch nochmal, was da so im Umfeld alles ist, wird angepasst. Die Flexibilität muss man haben, man darf da nicht zu steif sein. Was habt ihr durchschnittlich an Größen in den Studios? 1000 Quadratmeter. 1000 ist so ein Ziel, das wollt ihr abdecken. Ja. Cool. Was ist das Durchschnittsalter von euren Franchise-Teilnehmern? Oder? Ja. Boah, bei den Franchise-Partnern gute Frage. Ich würde es wirklich bei 30 ansetzen. Okay. Wir haben unglaublich viele junge Rockstars, Mitte 20, die da enormes erreicht haben in kurzer Zeit. Mhm. Kommen die dann alle aus dem Sportbereich raus? Na, meistens Quereinsteiger. Quereinsteiger? Ja. Okay. Ich habe letztens erst mit einem Franchise-Partner, der ist Ende 20, telefoniert. Er hat gesagt, Mensch, Ricardo, was in den letzten 4 Jahren passiert ist, ist Wahnsinn. Ich habe vor 4 Jahren noch Wurst im Rewe verkauft und jetzt habe ich 13 Studios mit einem Franchise-Partner, Kollegen zusammen im Wiener Raum. Also das ist Sensation. Ist das. Krass, Wurst verkaufen dann 13. Also er hat ein bisschen spöttisch gesagt, er war halt bei Rewe oder so eine Supermarktkette hat er gearbeitet, aber das zeigt einfach, dass diese jungen Leute, die auch verstehen, wie gehe ich mit Online-Medien um, wie nutze ich Online-Medien auch als Vertriebskanal, die den Sport auch ein bisschen in sich tragen, das ist ja im Endeffekt dazu, ja. Die Zielgruppe, dass die einen mega Erfolg haben können. Wahnsinn. Ja, dann kannst du im Rewe sicherlich nicht haben. Nee, mit Sicherheit nicht. Und habt ihr eigentlich bei euch im Studio selber auch irgendwas zum Thema Ernährung? Arbeitet mit dem Thema Ernährung? Aktuell noch nicht. Mhm. Da schlagen in unserer Brust immer zwei Herzen.
Ernährung ist ja so ein Thema. Es gibt ja da verschiedene Religionen. Ganz viele, ja. Und eine Religion müssten wir vertreten, wenn wir sagen, wir wollen das multiplizieren als Franchise. Mhm. Franchise lebt von Standards. Ja. Das wird uns schwierig. Wahrscheinlich nicht schwierig. Ja, ist schwierig. Und dem Markt überlassen wir dann auch gerne den ganzen Online. Ja, ihr habt ja einen guten Markt. Aber Ernährung ist halt da, das ist ja mein Steckenpferd, Ernährung. Richtig. Das ist mein Steckenpferd und Gott sei Dank macht ihr es noch nicht, somit habe ich viel Arbeit. Vielleicht sollten wir da mal über die Brücke überlegen. Genau, weil, ja. du hast die Ahnung in Ernährung. Genau. Wir haben viele fleißige Studios, Trainierenden, die. Weil das ist halt für viele, oder wenn du die Leute anfragst, warum gehst du ins Studio? Viele gehen halt auch ins Studio und sagen, Körpergewicht muss runter. Ja. Und da ist natürlich das Training eine. Ich habe eine tolle Formel, die ist auch vielleicht für dich ganz interessant. Die teile ich immer meinen Mitgliedern mit und sage, es gibt eine Formel, das ist die 21 versus 3. Sagt er das was? Nee, ich sag nicht. Ja, gut, das ist schön, dass du es nicht kennst. Solltest du 21 Stunden essen, 3 Stunden nicht. Das wäre schwierig. Ob das im Masseaufbau funktioniert es wahrscheinlich, aber in der Reduktion weniger. Nee, die 21 ist natürlich die höhere Potenz wie die 3, ganz klar. Und in der 21 stecken 7 Tage drin, ja. Das hat die Woche, mal 3 Mahlzeiten. Das ist für mich das gängigste System, das lang anhaltendste Erfolgssystem, was es gibt im Essbereich. 3 Mahlzeiten am Tag, soweit möglich art- und bedarfsgerecht. Mhm. Abstand circa 4 bis 5 Stunden von einer zu anderen Mahlzeit, keine Zwischenmahlzeiten. Das ist für mich ein sehr erfolgreiches System. Mhm. Das heißt, du hast 21 Mal in der Woche die Chance, die richtige Art von Kalorien in die richtige Menge zuzuführen. Mhm. Und versus dazu hat der Durchschnittsbürger circa 3x Zeit in der Woche Sport zu betreiben. Nimmt sich 3x Zeit. Mhm. Wobei das auch schon schön gerechnet. Es gibt ja Durchschnittsrechnung ist ein bisschen weiter unten, aber ich gehe von den 3. Es hört sich gut an, die 3. So, und dann siehst du ja, viele setzen dann auf Training. Mhm. Bewegen ist okay, um das geht es nicht, aber es geht darum, 3x in der Woche 1 Stunde Sport. Mhm. Groß, klein, dick, dünn. Männlich, weiblich, je nachdem, was für eine Sportart die ausführen, verbrauchen im Durchschnitt 400 Kalorien. Das sind stolze 1200 Kalorien. Okay. So, und jetzt aber, jetzt hoffe ich, dass keine Italiener zugucken. Tut mir leid, ich muss die Pizza als Beispiel heranziehen. Eine Pizza, große Pizza, mit lecker Salami drauf und schön Käse. Hat, so wie sie halt sein. Genau, so wie sie gehört. Ja. Hat zwischen 1000 und 1300 Kalorien. Das heißt, energetisch gesehen kannst du dein Training zerhacken mit einer Pizza. Ja. Und deswegen ist für mich immer der Fokus, Jungs, wenn ihr richtig gut aussehen wollt, ist Fitnessstudio gut, ist die Bewegung gut, aber denkt bitte dran. Die Küche dürft ihr nicht vernachlässigen. Richtig. Da ist ein ganz großer Hebel in der Küche. Und das ist so mein Fokus, warum ich mich darauf auch spezialisiert habe. Mhm. Weil da einfach die meisten wahnsinnig Probleme haben und auch wirklich vor lauter Infos, was es zwischen eigentlich gibt, Paleo, dann das, dann vegan, dann No-Fat. Genau, und jeder sagt, das hört sich gut an. Ich sage, ja, warum hört sich das gut an? Weil das Modell gut aussieht, was das vertritt. Ich sage aber, dass er das schon 10 Jahre macht, ist ja schon klar. Echt? Nicht in 8 Wochen, nein. Er hat gesagt, es sind keine 8 Wochen, das ist wirklich ganz lange Zeit. Er hat gesagt, vor allem, ich sage immer, du musst dir was raussuchen, was du immer ausüben kannst. Mhm. Nicht für 6 oder 8 Wochen, das funktioniert nicht. Da hast du nach 6 oder 8 oder 10 Wochen, siehst du vielleicht einigermaßen noch was aus, aber du kannst es nicht dein ganzes Leben lang machen. Richtig. Also such dir einen roten Faden. Was ist dein roten Faden? Und da ist einfach meine Erfahrung, ich mache es jetzt 30 Jahre, dass dieses 3-Mahlzeiten-Prinzip, soweit wie möglich artgerecht. Artgerecht ist für mich immer so, guck, dass du so wenig wie möglich Mist zu dir führst, so wenig wie möglich industrialisierte Ernährung, dass du so nah wie möglich in der Natur bleibst und bedarfsgerecht dir mal Gedanken zu machen, welche Energie brauche ich auch, wie viel Energie? Ah, ich sitze im Büro und du arbeitest sozusagen 10 Stunden im Sitzen. Dann musst du aber nicht so viel Nudeln essen und Kartoffeln essen, dass du Holz hacken würdest. Weißt du, dass das Bewusstsein da ist? Das ist ja, glaube ich, auch das größte Problem. Die Leute beschäftigen sich immer ganz gerne mit der Ernährungsweisheit, die irgendwo vermittelt wird, aber zu wenig mit ihrem eigenen Spektrum. Ja, also wie funktioniert mein Körper? Was mache ich den ganzen Tag? Mhm. Was muss ich tun, damit mein Körper anders funktioniert, um das Ziel zu erreichen? Richtig, die Frage bleibt immer unbeantwortet. Ja. Man sieht immer nur den Impuls, Paleo, No Carb, Low Carb, High Fat, High Protein, weiß der Geier was. Ja. Und adaptiert das dann sofort auf sein eigenes. Genau, jetzt muss es funktionieren. Ja, gut, das, weil natürlich das meistens auch toll geschrieben ist. Ne? Derjenige, der es geschrieben hat, will ja auch ein Buch verkaufen. Jeder will am Ende des Tages Geld verdienen. Genau, natürlich. Ein Buch verkaufen. Dann hört sich das gut an. Aber ob es dann zu mir tatsächlich passt und ob ich das langfristig durchsetzen kann, das machen dann die wenigsten, sind dann enttäuscht. Und dann, wenn du halt 3, 4 Mal was probiert hast, dann ist irgendwann halt auch mal die Schnauze von und sagst, lass es wieder sein. Das war ein, wie soll ich sagen, ein erstmal toll, dass wir uns kennengelernt haben. Finde ich auch. Und wir laufen uns bestimmt nochmal über den Weg, da bin ich mir 100% sicher. Ja. Du bist jetzt noch die nächsten 2 Tage da. Ja. Du nimmst sicherlich viel mit. Hast du auch, jetzt kommt die wichtigste Frage, hast du auch vorher schön mitgetanzt?
Ja, habe ich gemacht, natürlich. Super. Ja. Obwohl, wir haben so einen kleinen Leitspruch. Oh, warte mal, der Regisseur. Ja, ich weiß, was er vorhat. Ich weiß, was er vorhat. Wir müssen jetzt vor der Kamera noch gucken, ob du den Hasenjäger kannst. Hasenjäger? Das Hasenjägerspiel, pass auf. Okay. Also, du kennst, du weißt, dass der Hase ein Problem hat. Der Hase hat echt ein Problem. Aha. Der kommt auf diese Welt und hat einen Feind schon immer. Und für einen Hase ist es echt scheiße, wenn er Löcher im Fell hat. Mhm. Also hasst er den Jäger. Mhm. Okay? Und deswegen sagt der Hase, lieber Jäger, du kannst mich mal. Weißt du, wir machen einen Rollentausch. So, jetzt bist du dran. Daumen noch nach oben, Daumen noch nach oben. Dann musst du auch hier den Daumen davor. Ne, den anderen vor, genau. Und deine Daumen hoch. Ja, das ist schwierig. Achtung, pass auf. Und jetzt, hier ist der Jäger, da ist der Hase. Jetzt machen wir einen Change. So, jetzt Achtung, andere Seite. Komm. Daumen noch hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Ja, und jetzt nochmal. Achtung da, Daumen noch hoch. Yes. Das ist echt tricky. Ja, das ist kognitives Training. Ich erkläre es dir gleich. Sehr gut, nochmal. Gut, Daumen nach vorne rüber. Daumen, super. Pass auf, das ist kognitives Training. Und kognitives Training gehört mit dazu, was ich alles anbiete. Aus dem einfachen Grund, viele Menschen sind ganz schön gestresst zwischenzeitlich. Ja. Gehen in Sport ist auch gut, ist ja auch ein gutes Ventilsport zu machen, Adrenalinspiegel senken, aber manche sind noch ganz unsortiert im Kopf. Kennst du auch, wenn du mal richtig Druck gehabt hast, da kannst du nicht mehr fokussieren. Und dieses kognitive Training sorgt dafür, dass deine beiden Gehirnhälften synchronisiert werden. Und wenn die synchron laufen, dann kommunizieren die besser miteinander. Okay. Da kannst du viel schneller verknüpfen. Auch neue Informationen kannst du viel schneller verarbeiten. Also es wäre im Endeffekt etwas, wo ich sage, 4 Stunden Büro, Mittagspause, Essen, danach. Genau, die Übungen machen. Da gibt es ganz viele Übungen, das nennt man Überkreuzübungen. Und das baue ich hier immer bei den Auftritten mit ein. Und da ist halt der Hasejäger, das ist der Running Gag. Die warten alle schon auf den Hasen. Jedes Posting, was ich mache, ist, wann kommt der Hase? Nachher, du bist dann nachher noch da. Gegen Ende machen wir noch was. Der Hase hat nämlich noch ein zweites Problem. Das wirst du. Nein, ganz jemand anders. Aber das wirst du nachher sehen. Ich hab auch so ein kognitives Training. Okay. Ich sage mal, mit der rechten Hand dreht man nach vorne. Richtig, richtig. Und was machst du? Mit der linken Hand dreht man nach hinten und dann macht man es gleichzeitig. Ach du Scheiße, das müsste ich jetzt üben. Das machst du nach vorne. Genau. Und das machst du nach hinten. Das nach vorne, das nach hinten. Ja, das ist das, wie ich. Rechte Hand auf dem Bauch und das da oben. Ja, genau das Gleiche. Ja, genau. Üben. Ja, ist immer eine Frage, ist üben. Ich war, aber cool. Also, wo ich das erste Mal, der Dirk hat ja gesagt, das könnte man so ein bisschen mit einbauen. Dann habe ich mich damit beschäftigt. Das war vor eineinhalb Jahren. Sitze ich vorm Rechner, denke, welcher Vollidiot hat diesen Scheiß erfunden? Ich bin vorm Rechner gesessen, gleich einen Krampf. Ich bin schon verkrampft. Was ist das? Ich habe echt ein Problem in den Unterarmen gehabt, weil durch dieses Drehen, hatte ich solche Muskelkater im Unterarm. Das gibt's doch nicht. Dann machst du solche einfachen Übungen, reißt den ganzen langen Gewichten rum und dann kam was Tolles, dann kam was sehr Interessantes. Deswegen bin ich hängen geblieben. Da sagt meine Frau irgendwann zu mir, nimmst du was? Ich sage, warum? Spinnst du? Du bist so entspannt in letzter Zeit, so ruhig? Ich sage, was? Dann sage ich, ja, du bist viel gelassener, viel ruhiger. Dann habe ich nachgeguckt. Und dann habe ich nur ein bisschen Tiefe eingelesen. Das wird natürlich auch dann, wenn Menschen Depressionen und Burnout haben, wird das eingesetzt. Weil was machst du in dem Moment, wo du das machst, nicht darauf konzentrierst, du bist achtsam. Dein Gehirn kümmert sich dann in dem Moment nur auf eins. Und vor allem, wenn Menschen Probleme haben, auch seelische Probleme haben, ist meistens das emotionale Zentrum zu stark arbeitet. Und dann schaffst du da wieder Ausgleich. Dann schaffst du wieder einen Ausgleich. Und deswegen bin ich da hängen geblieben. Deswegen finde ich es zwischenzeitlich auch geil. Ich finde es auch stark, dass du das in dem Seminar Rahmen quasi mit integrierst, das Ganze. Man muss bedenken, wir sind heute früh 3,5 Stunden ohne Pause da drin gewesen. Ja, ja. Natürlich, das Programm ist toll, du bist dran, du bleibst drin, das ist informativ, das ist spannend, aber diese Auflockerung zwischenrein, ich glaube, die hat vielen Leuten extrem viel gebracht. Ich kriege auch jedes Mal total geiles Feedback. Kann ich mir vorstellen. Wenn die kommen, ich denke immer, ich habe doch gar nicht viel gemacht, ich habe doch nur ein bisschen da oben, aber ich sage, das ist so aber geil. Das reicht aus. Ja. Du musst da gar kein großes Zaubertheater machen. Ganz einfach bewegen, gucken, dass ein bisschen Sauerstoff reinkommt, dass die Binde wieder frei wird und dann passt das. Super, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ganz lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Wir sehen uns wieder. So machen wir das. Danke dir. Perfekt, danke schön. Ciao.